Willkommen zurück zu Ripened Tingles Balloon Trip of Love. Wir sind am Teich im Wald, in dem wir seit geraumer Zeit nicht mehr waren. Wir haben hier ursprünglich mal Löwe getroffen. Und Buriki ist hier offiziell unserer Party beigetreten. Aber wir sind hier auf Ballonreise in der Welt danach. Und seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen geangelt und habe eine Nushi gefangen, wie man sieht. Davon ab haben wir auch einen Jetbus erhalten. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, würde ich sagen. Da hinten dieser Frosch war... Ist mit dem los. Okay. Ninja-Frosch. Vielleicht auch so, wenn man ihn abschießt. Können wir den irgendwie zu uns rüberholen? Nein. Was ist, wenn wir auf die Blumen schießen, kommen Insekten? Das wissen wir. Die Blumen waren bis jetzt immer noch für nichts nützlich. Was ist, wenn wir die Blume hier abschießen? Aha! Schnappi Tingel! Ich bin in der Zwischensequenz, ich kann nichts machen. Das war einfach. Es muss eine verdammt sättigende Biene gewesen sein. Ein Frosch. Sieht aus, als könntest du ihn einfach nehmen. Möchtest du den Frosch mitnehmen? Ja. Got new item! Tingle hat einen Frosch erhalten. Klar, warum auch nicht. Wir haben keinen Korken mehr da vorne für das Rohr. Ich schätze, wir müssen erst wieder den Korken unten holen oder so. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Wir haben den Nushi, also geben wir den Nushi mal eben an den Marienkäfer ab, der hier vorne darauf wartet, dass wir ihm den bringen. Ah! Bitte, bring mir einen Nushi! Aber, habe ich doch gerade getan. Ich bin so glücklich! Ach, das war eine Fehlerbesetzung, schon gut. Er hat wahrscheinlich sowas gesagt wie, oh, du hast einen Nushi gebracht oder so. Der ist größer, als ich gedacht habe. Aber er sieht nicht sehr appetitlich aus. Aber wenn ich den komplett aufesse... Los geht's! Was passiert, wenn du den komplett aufisst? Ich dachte, du bist hier, weil du was für deine Tante erledigen sollst. Puh, was für eine Arbeit. Der müsste jetzt sein dreifaches Volumen haben. Vielleicht jetzt endlich? Okay. Ich bin geheilt von meiner Bettnässerei. Was? Ich fühle mich großartig. Was? Nie wieder das Bett nass machen. Got new secret. Ernsthaft? Der hat den Nushi gefressen, damit er nicht mehr ins Bett pisst? Ja, richtig. Ich hab dir eine Belohnung versprochen. Sieht gut aus. Es tut mir leid, Mister. Ich scheine gerade nichts bei mir zu haben. Wenn du zu meinem Haus später kommst, dann habe ich was für dich, das ich dir gerne geben würde als Belohnung. Aber das Dorf der Windmühlen ist so weit weg. Ja, kein Ding, wir können mit dem Ballon rübergeflogen kommen. Ich schätze, da kommst du wohl niemals hin. Dann wird mein Wort wohl als Dank genügen müssen. Dankeschön. Und er fliegt nicht weg, er bleibt hier sitzen. Okay. Ja, wir können ihn auf jeden Fall im Dorf der Windmühlen später mal besuchen. Das sollte ja eigentlich kein Ding sein. Allerdings fangen wir an, Zeitparadoxen jetzt zu kreieren, weil wir kennen ihn ja bereits im Dorf der Windmühlen. Und im Dorf der Windmühlen hat er uns getroffen und kannte uns noch nicht. Da ist ein Ding in der Glocke. Ich hab's genau gesehen. Das ist eine große Glocke. Und dieses Ding in der Glocke hatte eine von den Baumfrüchten in der Hand. Was ist denn, wenn wir... Ding! Einmal dagegen ballern. Jo, läuft. Das war kein schweres Rätsel. Got new item! Tingle hat Woody erhalten! Wunderbar. Man kann Buzz Lightyear ja nicht mehr weit weg sein. Wir schauen mal in das Haus des Löwen, würde ich sagen. Hier vorne war dieser Baum mit der Schlange. Der war beim letzten Mal für nichts nützlich, aber mega auffällig. Vielleicht ist der jetzt für was gut. Ja, in der Tat. Da ist jetzt eine der Früchte. Mit einem Eichhörnchen natürlich. Wo ist die Schlange? Ich würde sagen, da ist die Schlange. Hallo, Mr. Schlange. Gut, dann haben wir beim letzten Mal, als wir hier waren, ja tatsächlich nichts mit dieser Schlange verpasst, sondern die sollte einfach so eine merkwürdige Sequenz hier haben. Oh, arme Schlange hat das Eichhörnchen nicht gekriegt. Wobei ich diesem blöden Eichhörnchen ja gönnen würde, von der Schlange erwischt zu werden. Und die Nussmarke auch nicht futtern. Nuss oder Frucht. Früchte des Dekobaums halt. Ja.
Es ist eine Schlange. Nein, wirklich. Sie muss sauer sein, dass das Eichhörnchen weggekommen ist. Hm. Kein Wunder. Können wir die Frucht da oben einfach runterschießen, beziehungsweise die Nuss? Können wir, aber die liegt da nicht an der günstigsten Stelle. Können wir die Schlange mit der Schleuder wegjagen? Nein, die wird sauer. Okay, aber sie macht nichts. Hm. Ah, nein, ich wollte nicht komplett aus dem Bildschirm raus. Ich wollte nur aus dem Inventar. Eine Frucht liegt auf dem Boden. Könnte nützlich sein. Willst du sie mitnehmen? Wenn ich kann, ja. Kann ich nicht, war klar. Die Schlange bedroht dich. Wir gehen lieber nicht noch näher ran. Hm. Schlange, die uns bedroht, Frechheit. Können wir ihr stattdessen was anderes zu fressen geben? Wir hätten hier einen Fisch gefangen. Mag die Schlange Fisch? Nutzt den Jetbus. Nope. Fisch ist scheinbar nicht ihr Ding. Wir hätten noch einen Frosch im Angebot als einzig anderes Lebewesen. Haben wir sonst irgendwas, womit man eine Schlange kontrollieren könnte? Wir hätten einen Frosch im Angebot. Magst du Frösche? Benutzt den Frosch. Oh, der macht wirklich was. Ja. Gefundenes Fressen. Also, Frosch mag sie, aber Fisch nicht? Da müsste ich echt mal recherchieren. Essen Schlangen Fisch? Naja, auf jeden Fall ist der Weg frei und unser Frosch weg. Ja, damit. Eine Frucht liegt auf dem Boden. Könnte nützlich sein. Willst du sie mitnehmen? Aber klar, immer her damit. Got new item. Tingle hat Hazel erhalten. Ja. Hazel der Hase. Ja. Außerdem ist vielleicht noch irgendwas Neues in dem Haus. Da liegt immer noch dieser blöde lila Saft. Was ist, wenn wir den jetzt trinken? Es ist abgelaufener Saft. Könnte nützlich sein. Willst du ihn mitnehmen? Ach, wir können ihn jetzt nehmen. Aha. Got new item. Tingle hat den abgelaufenen Saft erhalten. Das ist doch mal schön. Dann schätze ich mal, was ist alles hier drin? Da ist immer noch ein Rahmen, um ausgestopfte Tiere aufzuhängen. Und da oben ist immer noch ein großes Loch in der Wand, wo der Rahmen früher mal gehangen hat. Boah, okay. Ja, ich kann mir auch schon denken, was wir mit dem abgelaufenen Saft machen können, jetzt wo wir den nicht mehr selber trinken. Hier ist außerdem immer noch die Raspberry im Busch, die scheinen immer genau an derselben Stelle zu sein, die Dinger. Das ist zumindest gut zu wissen, dass die fest geskriptet sind an den Stellen, wo die liegen. Gehen wir nochmal wieder zu dem fetten Eichhörnchen. Wir hätten dir da was zu trinken gebracht. Genau richtig, um runterzuspülen, was du da zu Großes gegessen hast. Hier hast du ein bisschen abgelaufenen Saft. Brap. Direkt in den Verdauungstrakt. Oh, ist das eklig. Ja, gut. Die ist garantiert total sauber, die Nuss, die da auf dem Boden liegt. Könnte nützlich sein. Willst du sie mitnehmen? Ja, klar. Got new item. Wir haben Deke gekriegt. Boah, Deke. Der kommt als erstes wieder zurück an den Dekobaum. Ist ja eklig. Aber wir haben hier unten noch weitere Bildschirme, die wir noch nicht erkundet haben. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter durch den Wald. Das war total unauffällig. Das Minispiel kennen wir schon. Dann... Bonk. Ah, ist ein Eichhörnchen drunter. Schon wieder, ernsthaft. Aber dieses Mal ist es ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Aber nicht wirklich schwerer. Ja, welcher könnte es nur sein? Welcher könnte es nur sein? Ich bin mir sicher, es ist der rechts außen. Nein, es ist der links außen. Bonk. Naja, dankeschön. Er hat seinen Fehler bemerkt. Got new item. Tingle hat Beach erhalten. Interessanter Name, lieber Beach. Gut. Ach, das ist eins von den Truppeneichhörnchen, die hier in der Gang rumgehangen haben. Dem schießen wir jetzt erstmal mitten ins Gesicht. Das hat er verdient. Was? Das war die Lösung? Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass es die Lösung des Rätsels ist, aber da liegt eine Frucht auf dem Boden. Könnte nützlich sein. Willst du sie mitnehmen? Jo. Das war schon fast zu einfach. Got new item. Tingle hat Wally erhalten. Der darf als letzter aufräumen. Gucken wir mal, ob irgendwas Neues in dem Schuppen ist. Dieser Topf war doch vorher noch nicht da, oder? Na, vielleicht weiß ich es noch nicht mehr. Ich sehe gerade keine Unterschiede, außer dass ich meine, dass dieser Topf da vorher nicht gestanden hat. Da liegt ein Flyer auf dem Boden. Möchtest du ihn aufheben? Da, her damit. Tingle hat den Lavia-Flyer wieder erhalten.
Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht, aber der ist uns verloren gegangen, als wir das Gebiet gewechselt haben. Naja, haben wir wieder einen Lavia Flyer, der wahrscheinlich nicht löslich sein wird. Okay, soweit so gut. Dann schätze ich mal, gehen wir den Weg wieder zurück und schauen mal, dass wir dem Dekobaum seine Früchte zurückbringen, die wir jetzt alle eingesammelt haben. Müssten ja jetzt eigentlich alle sein. Guten Tag, Mr. Dekobaum. Wir hätten da ganz viel Früchtekrams im Angebot. Die Frage ist, wo sie gerade stecken. Da stecken sie. Da hätten wir erstmal Cola, den wir auch als allerersten gefunden haben. Du benutzt Cola. Oh, Cola. Du bist zu mir zurückgekommen. Ich hatte schon Durst. Du wurdest in den See geworfen? Ein Teich. Oh. Mit solch Umweltverschmutzung in Kontakt zu kommen in seinem jungen Alter. Du bist echt gut, grüner Mann. Mach weiter so. Auch für den Rest meiner Früchte, bitte. Ja, wir haben da noch so ein paar. Ein dicker Stamm mit Blättern und Ästen. Ja, das wollte ich nicht wirklich wissen. Ich wollte ihn eigentlich anklicken, damit wir den nächsten Kerl hier abgeben können. Da hätten wir Woody im Angebot. Du benutzt Woody. Ah, Woody. Du bist sicher. Alter, hör auf zu schniefen, das ist eklig. Die Glocke war laut. Ich hab's auch gehört. Ich finde das Geräusch romantisch. Ist echt gut, grüner Mann. Ich finde, das Geräusch sollte eher in der Abtei von Sensei sein. Ja, der scheint den gleichen Spruch zu haben, wenn wir die Kinders von ihm abgeben. Dann hätten wir da Wally, der nicht ordentlich aufgeräumt hat. Ah, nun, Wally, was du denn? Du wurdest von einem Räuber Geisel genommen? Oh, nun, das Leben ist voller solcher Sachen. Ja, ja. Du bist echt gut, grüner Mann. Mach weiter so, auch für den Rest meiner Kinder. Bitte. Ja, wir haben ja noch welche. Hier hätten wir noch Beach im Angebot. Viel Spaß mit Beach. Du benutzt Beach, den wir sehr leicht bekommen haben. Ah, Beach, du hattest es echt schwer, was? Die ganze Zeit im Gras, im Kreis gerannt? Ein interessantes Experiment. Ist echt gut, grüner Mann. Ja, wir hätten da noch mehr Nüsse. Haben wir nur noch eine Nuss, aber es fehlen zwei? Ich hätte schwören können, wir hätten alle Nüsse gesammelt. Weird. Ja, wir hätten hier noch Deke. Viel Spaß mit Deke. Deke stinkt, nur so angemerkt. Ah, Deke, willkommen zurück. Was? Im Magen eines fetten Eichhörnchens? Ein ziemliches Abenteuer. Ja, wir sind echt gut, der grüne Mann. Scheinbar haben wir wirklich eine irgendwo übersehen? Merkwürdig. Gut, dann gehen wir nochmal gucken, ob wir irgendwas übersehen haben oder so. Hier vorne wollen wir noch... Ach, der Frosch ist auch wieder da, sehr gut. Hier war auch noch die Geschichte mit dem Rohr im Boden. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal einen neuen Frosch, vielleicht ist dafür irgendwas gut. Ist die Frage, taucht der Frosch einfach immer wieder auf oder ist er einfach für mehr als eine Sache nützlich? Naja, werden wir noch herausfinden, schätze ich. Gucken wir erstmal, wie wir dieses Mal das Rohr da vorne blockieren können oder was wir damit machen können. So, das kannst du ihn einfach mitnehmen. Willst du den Frosch mitnehmen? Allerdings, ich habe mir ja nicht umsonst mal hier vorne geholt. Got new item! Tingle, ein Frosch erhalten. Deswegen sind ja auch drei von diesen Blumen. Wenn wir die links oder rechts abgeschossen hätten, dann wäre der Frosch da liegen geblieben. Außerdem, got new item! Tingle, eine rollende Nuss erhalten. Ja, die will ich nicht mehr verfüttern. Die bringen sowieso nicht so viel Geld. Ja, das Rohr, genau. Was haben wir, was wir mit dem Rohr machen können? Wir hätten Fisch, den wir drüber stülpen können. Wir hätten Würmer, die wir da reinschmeißen können. Wir hätten immer noch Öl, das wir da reinkippen können. Wir machen einfach mal wieder das Öl da rein. Mal gucken, ob das irgendwas verändert hat. Das ging ja, das wissen wir. Okay. Es schluckt, aber es reagiert nicht. Was ist denn, wenn wir einen Wurm da reinmachen? Oh, das geht für... Oh.
Es ging nur so halb. Der Wurm war scheinbar zu fett dafür. Fies. Oh, wir haben Hazel. wir hatten doch noch eine Frucht, die habe ich übersehen. Wir machen den Frosch rein. Der bläst den Frosch auf. Oh, das macht man doch nicht, die armen Frösche. Ich weiß, dass das geht, aber die armen Frösche. Eklig. Ja, und dann hat er gequakt. Wir haben ein neues Geheimnis erhalten. Boah, jetzt tut mir das Viech leid. Ja. Ne. Der Typ aus Dingus Rosie Ruby Land, der Ninja. Hey, was meinst du, was du da machst? Unterbreche ich nicht, mich nicht, während ich hier übe. Mein Wasser-Entkommen-Jutsu. Scary Water-Jutsu. Ja, du bist ein geiler Ninja, Mann. Und jetzt machst du ja keinen Unsinn mehr, okay? Verstehst du? Und damit meine ich, tu nichts mehr da rein. Nicht mal aus Versehen. Okay, wir müssen noch irgendwas finden, was wir da reintun können. Wir wissen bereits, dass Würmer nicht funktionieren, leider. Okay. Eigentlich wollte ich nur die letzte Frucht abgeben gehen, aber jetzt hört man hier außerdem ein neues Geräusch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir untersuchen, was das ist. Bis dahin. See ya.